Hey, willkommen zurück am Set hier am Samstag. Schön, dass du wieder da bist. Heute habe ich drei ungewöhnliche Zeichen für dich, an denen du erkennen kannst, dass die Frau absolut auf dich steht. Bevor wir jetzt aber gleich ins Video durchstarten, ich habe meinen Instagram-Account wiederbelebt. Das heißt, du wirst jetzt regelmäßig Instagram-Stories von mir sehen. Du kannst mich da in meinem Alltag begleiten, kannst mich auf Dates mit Frauen begleiten und kannst allgemein sehen, was ich so in meinem Alltag mache. Klar gebe ich dir auch Tipps zum Thema Flirten, wenn es sich in dem Moment ergibt. Gestern waren wir auf der Straße unterwegs und ich habe im Vorbeigehen eine Frau angesprochen zum Beispiel. Also folge mir gerne auf Instagram. Der erste Link in der Beschreibung geht zu meinem Instagram-Account und dann kannst du sehen, was ich so in meinem Alltag mache und wie es aussieht, ein Flirt-Profi zu sein. Jetzt kommen wir aber zum Thema, nämlich drei Anzeichen bzw. drei ungewöhnliche Anzeichen, die dafür sprechen, dass die Frau ziemlich stark auf dich steht. Und ich sehe immer wieder zu meinem Erstaunen, dass Männer diese Anzeichen nicht checken. Und ich denke mir dann immer, dass es ziemlich offensichtlich ist und eigentlich jeder das checken müsste, bis mir dann einfällt, dass halt nicht jeder so viel Erfahrung hat mit diesem Themengebiet. Und deswegen will ich dir heute die Zeichen zeigen, die dir auf jeden Fall sagen, diese Frau will dich. Das erste Zeichen, von dem ich rede, ist, und das ist ganz witzig, da habe ich eine kleine Geschichte zu. Neulich schreibt mir ein Freund von mir und fragt mich so, hey Tim, da ist ja dieses Mädel und ich wollte mal fragen, ob ich sie treffen soll oder ob du glaubst, dass sie auf mich steht. Und dann hat er mir eine Geschichte erzählt, er war irgendwie auf einer Feier und da war sie auch und ihre Mutter war auch auf dieser Feier. Und dann ist ihre Mutter zu ihm gekommen und hat ihm gesagt, hey, tanz mal mit der, die steht voll auf dich. Oder tanz mal mit der, du gefällst ihr voll. Und dann ein paar Tage später ist eine Freundin von ihr auf ihn zugekommen und hat ihm gesagt, ja, du kannst ja mal was mit der machen, du kannst die ja mal einladen oder so. Und dann hatte mein Freund mich gefragt so, hä, okay, wie soll ich da weiter vorgehen oder soll ich da einfach weiter vorgehen, ich bin mir nicht ganz sicher. Und ich dachte mir, eindeutiger kann es doch nicht sein. Das heißt, wenn Freunde oder sogar die Familie der Frau dir Tipps oder Hinweise darauf geben, hey, guck mal, die Frau, ja, die mag dich eigentlich ganz gerne, dann kannst du zu 100% davon ausgehen, dass das auch so ist. Denn was du verstehen musst, ist, Frauen sind sehr soziale Wesen. Und eine Frau würde niemals so etwas dir sagen, wenn das nicht wahr wäre, weil sie dann genau wüsste, dass sie die andere Frau in eine ziemlich unangenehme Situation bringt. Das heißt, wenn die Frau dir sagt, hey, pass mal auf, geh mal auf ein Date mit der, aber eigentlich hätte die gar keinen Bock auf dich, dann ist die in einer sehr unangenehmen Situation, weil die Freundin das erzählt hat. Und deswegen würde das niemals passieren und du kannst zu 100% davon ausgehen, wenn du von Freundinnen von der Frau oder von der Familie oder irgendwie Bekannten hörst, hey, die mag dich voll, die steht voll auf dich, mach da mal irgendwas, dann kannst du davon ausgehen, dass diese Frau im Gegenwart der Bekannten oder der Freunde sehr oft von dir redet. Und wenn das der Fall ist, dann steht sie tatsächlich ziemlich auf dich und dann musst du im Grunde nichts mehr tun, außer auf die Frau zuzugehen und nicht die allergrößte Scheiße zu bauen. Das heißt, in diesem Moment hast du eigentlich schon gewonnen. Stellst dir so vor, als würdest du einen Nobelpreis gewinnen und alles, was du tun musst, um diesen Nobelpreis zu bekommen, ist nur noch zu der Preisverleihung zu gehen und eine einminütige Rede zu halten. Das ist einfach alles, was du machen musst, um diesen Preis zu bekommen. Du kannst es also im Grunde fast nicht mehr versauen. Das heißt, wenn eine Freundin oder die Familie oder irgendwer im näheren Umkreis der Frau oder allgemein im Umkreis der Frau dir sagt, hey, pass mal auf, ich glaube, du gefällst der ganz gut, vielleicht machst du ja mal was mit der, vielleicht fragst du dir mal, dann kannst du zu absoluter Sicherheit, mit absoluter Sicherheit davon ausgehen, dass diese Frau interessiert an dir ist. Das zweite Zeichen, das immer wieder Männer sehen und wo ich immer wieder merke, Männer verstehen das einfach nicht, ist, wenn die Frau dir schreibt. Ja, ich habe letztens hat mir eine alte Bekannte geschrieben, die ich lange nicht gesehen hatte. Wir hatten auch nicht geschrieben, wir hatten seit Monaten nicht geschrieben. Und plötzlich hat sie mir geschrieben und hat mir eine persönliche Frage gestellt. Ja, sie wollte wissen, was man denn auf einer Hochzeit schenken kann. So, und solche Dinge, Frauen schreiben solche Dinge nicht einfach zufällig. Ja, wenn eine Frau dich oft kontaktiert und sei es nur mit den blödesten Sachen von wegen, na, wie geht's dir heute? Na, hast du mal wieder was von XY gehört? Wenn eine Frau dich kontaktiert, dann kannst du mit einer ziemlich großen Wahrscheinlichkeit und Sicherheit davon ausgehen, dass sie dich kontaktiert hat, weil sie Kontakt mit dir möchte auf die eine oder andere Weise. Das heißt jetzt nicht, dass sie dich heiraten will oder verliebt in dich ist, so wie in dem vorherigen Beispiel das sehr eindeutig ist, aber das heißt auf jeden Fall, dass sie deine Aufmerksamkeit möchte, dass sie auf irgendeine Art und Weise Kommunikation mit dir möchte. Und in meiner Welt, und das sollte vielleicht in deiner Welt auch so werden, wenn du bis jetzt nicht so erfolgreich mit Frauen warst, in meiner Welt bedeutet sowas immer, frag mich nach einem Treffen. Also mache ich dann ein Treffen aus. Und meistens funktioniert das auch und es führt zu diesem Treffen.
Das heißt, wenn eine Frau dir immer wieder schreibt, ja, wenn eine Mädel dir immer wieder schreibt und wenn es auch nur Belanglosigkeiten sind, wenn sie dir immer wieder schreibt, einfach mal so, so den einen Tag, dann schreibt sie wieder 2 Wochen nicht und dann ist irgendwie nicht zustande gekommen und dann schreibt sie wieder und fragt, wie es dir geht oder so, dann geh davon aus, sie will dich treffen. Geh einfach davon aus. Ja, quatsch kurz mit ihr, sag, hey, mir geht's gut, wie geht's dir? Ja, cool, lass doch mal einen Kaffee trinken gehen. Lass doch mal was zusammen kochen. Lass doch mal XY zusammen machen. Geh einfach davon aus, dass die Frau sich mit dir treffen will. Du hast ja sowieso nichts zu verlieren. Ja, es ist natürlich was anderes, wenn zum Beispiel eine alte Freundin von dir, ihr wart lange befreundet, ja, ihr seid lange schon Freunde gewesen, habt eine Zeit lang nicht miteinander kommuniziert und dann kommt sie wieder auf dich zu, dann ist es ja wahrscheinlich freundschaftlich. Aber bei jeder Angelegenheit, wenn eine Frau auf dich zukommt und dir immer wieder schreibt oder dir manchmal einfach so schreibt, ohne ersichtlichen Grund, wo du dir denkst, ach, jetzt hat sie mir einfach irgendeine Frage gestellt, die beantworte ich ihr mal und dann war es das ja im Grunde auch. Geh davon aus, diese Frau will dich treffen, mach ein Treffen aus. Das dritte Zeichen, das ich eigentlich so offensichtlich finde, aber für manche Leute ist das tatsächlich nicht so offensichtlich, ist, wenn die Frau dich immer nach anderen Frauen fragt. Wenn die Frau fragt, hey, wie läuft es denn so mit den Frauen, wie ist es denn so mit den anderen Frauen oder hast du viele Dates, triffst du viele Frauen, dann ist das ein nicht super klares Zeichen, aber doch schon ein sehr starkes Anzeichen dafür, dass sie einfach an deinem Liebesleben interessiert ist und das hat höchstwahrscheinlich damit zu tun, dass sie an dir interessiert ist. Ja, also auch hier, wenn du dieses Zeichen siehst, dann wäre meine Reaktion einfach immer so ein bisschen flirty zu sein, zum Beispiel sie anzugrinsen und zu ihr zu sagen, was? Das kann ich dir auch nicht verraten, dann wirst du noch eifersüchtig oder sowas in der Art. Also einfach spielerisch werden an dieser Stelle, das Ganze ausnutzen, um spielerisch werden zu können. So würde ich darauf reagieren, weil ich davon ausgehe, in meiner Welt ist es so, wenn die Frau so etwas sagt, dann ist sie an mir interessiert. Dann ist sie auf gewisse Art und Weise an mir interessiert und dann werde ich spielerisch und flirty darauf reagieren und dann sehe ich ja, wie ihre Reaktion ist. Also wenn ich dann zum Beispiel zu ihr sage, nein, das erzähle ich dir nicht, sonst wirst du noch eifersüchtig, dann sehe ich ja, was für eine Reaktion von ihr kommt. Ja, wenn sie mich ganz verstört anguckt, so nach dem Sinne von, hä, wovon redest du? Dann ist es eher ein schlechtes Zeichen, aber wenn sie dann sowas macht wie, nein, stimmt doch gar nicht, du Spinner, und dich auch noch ein bisschen schlägt oder so am Arm so ganz leicht, dann kannst du davon ausgehen, dass sie tatsächlich Interesse an dir hat. Das heißt, wenn sie mitspielt bei deinem kleinen Flirtspiel, das du dann machst, dann hat sie wahrscheinlich Interesse an dir. Du machst dann sowas wie, das kann ich dir nicht sagen, sonst wirst du noch eifersüchtig und wenn du merkst, sie spielt mit, dann ist es ein sehr, sehr gutes Zeichen und in meiner Welt bedeutet das, hey, mach ein Treffen mit mir aus und dann mache ich ein Treffen mit dir aus. Also, was ich dir auch in diesem Video zusätzlich noch sagen wollte und ich hoffe, dass es rübergekommen ist, dass in meiner Welt viele Sachen einfach Interesse bedeuten. Ich gehe einfach oft von Interesse aus und ich bin da noch sehr harmlos. Es gibt ganz andere Typen, die bei viel kleineren Indikatoren davon ausgehen, dass die Frau Interesse hat und dann solche Sachen machen wie Dates ausmachen oder den nächsten Schritt mit der Frau gehen. Viel krassere Typen. Ich habe letztens von jemandem gehört, ein Video gesehen, den man als Natural bezeichnet. Also Natural ist einfach jemand, der schon von vornherein immer gut beim Flirten dabei war, der es immer schon gut konnte, weil er das von Kindbein auf gelernt hat. Ja, ich bin ja jemand, der früher nicht so erfolgreich mit Frauen war und das einfach über die Zeit gelernt hat, aber dieser Mann hat das halt immer schon so gelernt, wurde von früh Kind auf so aufgezogen, war kommunikativ, hat mit Frauen gequatscht, hat auch geflirtet, schon im so 10 bis 12 Jahre Alter so ein bisschen geflirtet. Und hat deswegen schon viel Erfahrung gesammelt in diesem Bereich. Und bei dem war das tatsächlich auch so. Der hat erzählt, dass er die kleinsten Zeichen, die die Frau ihm gibt, nimmt er als Interessenssignale auf. Weil er einfach so ein großes Vertrauen darin hat, dass Frauen ihn attraktiv finden. Ja, das ist auch immer so eine Frage. Wenn die Dinge, die die Frau macht, wenn du sie nicht als Interessenssignale wahrnehmen kannst, dann bedeutet das unter Umständen, dass du dir selbst nicht so einen hohen Wert beimisst und dir denkst, das kann ja kein Interessenssignal sein, warum sollte sie auch an mir interessiert sein? Aber das ist Quatsch, denn die kleinsten Dinge können das schon bedeuten und Frauen sind da eben nicht wie Männer. Frauen sagen nicht, hey, du gefällst mir, lass uns mal auf ein Date gehen, sondern Frauen melden sich halt bei dir in der Hoffnung, du erkennst dieses kleine Zeichen und machst dann mit ihnen ein Date aus. Also lass mich nochmal zusammenfassen. Die erste Sache ist, wenn Freunde, Bekannte oder Familie etwas zu dir sagen, à la, hey, mach doch mal was mit der oder hey, du gefällst ihr, geh hundertprozentig davon aus, dass diese Frau Interesse an hat. Tausendprozentig würde ich davon ausgehen. Die Wahrscheinlichkeit ist quasi bei, also es gibt keine Wahrscheinlichkeit, dass es nicht so ist. Ja, das wird nicht passieren. Die zweite Sache ist, wenn die Frau sich immer mal wieder meldet, so ab und zu meldet sie sich immer mal wieder bei dir, schreibt dir mal wieder, auch wenn es vollkommen zusammenhanglos ist, wenn es irgendeine zusammenhangslose Scheiße ist, bedeutet das, hey, ich möchte Kontakt mit dir aufbauen, hey, ich möchte mit dir kommunizieren und in meiner Welt bedeutet das einfach, bitte mach ein Date mit mir aus und genau das mache ich dann auch.
Und die dritte Sache ist, wenn die Frau dich immer wieder oder wiederholt danach fragt, wie es denn mit anderen Frauen läuft, wie es denn so ist in der Frauenwelt und einfach Interesse für dein Datingleben zeigt, das zeigt auch ganz besonders, dass diese Frau wissen möchte, hey, was ist denn bei dir los? Bist du vielleicht auch Single? Bist du zu haben? Ich nehme sowas als ganz klare Interessenssignale wahr und flirte dann mit der Frau und mache dann gegebenenfalls auch an der Stelle ein Date aus. Schön, dass du dabei warst hier am Samstag. Das war's mit dem Video. Schreib mir gerne in die Kommentare, wie deine Erfahrung mit Interessenssignalen ist. Hast du mal Interessenssignale bekommen? Hast du sie mal falsch gelesen oder hast du mal welche entdeckt, die ich vielleicht jetzt noch nicht erwähnt habe? Schreib es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Dort, wo du dem Pfeil folgst, wo auch abonnieren steht, auf dem Kopf von mir quasi, kannst du mich abonnieren. Abonniere mich auf jeden Fall. Klick auch auf die Glocke, damit du kein Video mehr verpasst und sofort darüber benachrichtigt wirst, wenn hier wieder ein neues Video online kommt. Unter dem Video, direkt unter mir, kannst du die drei mächtigsten Anziehungsschalter runterladen. Das ist ein gratis PDF-Dokument, in dem du die drei mächtigsten Anziehungsschalter lernen wirst von mir, die bei jeder Frau wirken. Und da unten in der Ecke kommst du zu einem Video, in dem du weitere geheime Zeichen von der Frau lernst, die Frau dir gibt und die dir sagen, dass du anziehen oder dass sie dich anziehen findet. Also wie dieses Video, nur noch weitere Zeichen, die in dieses Video nicht mehr gepasst haben. Das ist ein früheres Video, das findest du da unten in der Ecke. Solltest du dir auf jeden Fall anschauen, wenn dir dieses Video gefallen hat.